aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Zwei Cellisten sind heute zu Gast in der Reihe Aufgemuckt. Abermals ist der Ausgangspunkt eine Veranstaltung im Rahmen von Wien Modern. Am 25. November, am kommenden Donnerstag, findet im Wiener Musikverein im Gläsernen Saal ein Abend statt, bei dem unter anderem das dritte Streichquartett von Georg Friedrich Haas zur Aufführung kommt, gespielt von einem Ensemble der Muck. Cellist des Quartetts ist Urch Mrak. Er sitzt neben Florian Berner, der seit September Kammermusik an der Muck unterrichtet. Ich begrüße die Herren ganz herzlich. Ich bin der Florian Berner. Und ich bin der Urch Mrak. Wo kommen Sie her, Urch? Ich komme ursprünglich aus Slowenien, studiere aber schon seit 6 Jahren jetzt in Österreich. Zuerst habe ich in Klagenfurt mit dem Herrn Florian Berner eigentlich studiert und dann habe ich weiter an der Muck und auch an der MDW studiert. Jetzt bin ich schon am Ende meines Studiums an der Muck, in meinem letzten Semester von meinem Master eigentlich. Sie sind seit wann an der Muck und seit wann kennen Sie Urch? Ich kenne Urch seit 6 Jahren, weil ich die letzten 8 Jahre in Klagenfurt an der GMBU Cello unterrichtet habe. Und da war er mein Student für den ersten Studienabschnitt und ist dann nach Wien gegangen. Das hat mich damals sehr gefreut, dass er an der MUG aufgenommen wurde. Und ich habe ein bisschen länger gebraucht, um aus Klagenfurt wieder nach Wien zurückzufinden und bin jetzt seit September an der MUG. In welcher Position genau? Ich unterrichte Streicherkammermusik, auch gemischte Kammermusik, aber vor allem Streicherkammermusik. Wie viele Ensembles betreuen Sie da? Wie läuft der Unterricht ab, jetzt rein organisatorisch? Rein organisatorisch ist es so, dass eine ungeahnte Menge an Studierenden auf mich zukommt, die zu einem Teil bereits in Ensembles organisiert ist und zu einem Teil also kein Ensemble hat. Das ist die Aufgabe, die schwierige Aufgabe am Anfang des Semesters, dass Studierende zusammenfinden, Ensembles bilden, dass man das geeignete Stück für sie findet, auch mit ein bisschen Hilfe, wo sie gerade stehen in ihrem Studium, was sinnvoll ist, worauf sie Lust haben. Und dann beginnt es. Also ich habe Klavierquintett, Streichquartette, Oboen-Trio, Klarinetten-Trio. Es ist sehr bunt gemischt. Florian Berner, Begründer des Hugo-Wolf-Quartett und auch des Alban-Berg-Ensemble Wien. Urch Mrak hat seine Ausbildung in Ljubljana begonnen, war kurze Zeit in London an der Royal Academy of Music, dann in Klagenfurt, eben bei Florian Berner. Mittlerweile studiert er in Wien an der MUG bei Bernhard Hedenborg. Seinen Bachelor hat er bereits absolviert, nun schließt er seinen Master ab. Da ich in meinem letzten Semester bin, haben wir uns leider nur für eine Gruppe noch gesehen, und zwar für Schubert Streichquintett. Das haben wir dann auch in Klagenfurt zufälligerweise in Klagenfurt dann ausgeführt, den ersten Satz des Schubert Quintetts, Streichquintetts. Und da hat der Professor Berner uns unterrichtet. Was ist das für ein Konzert? Wie oft findet das statt? Wie ist das organisiert? Einmal im Jahr treffen sich die Privatuniversitäten Österreichs und richten miteinander ein Konzert aus. Das konnte, glaube ich, voriges Jahr nicht stattfinden, aber heuer war es in Klagenfurt. Klagenfurt ist ja die jüngste Privatuniversität in diesem Reigen. Und das Ensemble, das von der MUG aus hingefahren ist, war das ein Streichquintett, in dem Urch Cello gespielt hat. Und das habe ich betreut. Und jetzt steht ein Termin bevor im Rahmen von Wien Modern. Was erwartet uns? Ja, ganz richtig. Jetzt spielen wir das dritte Quartett von Georg Friedrich Haas am 25.11. im Musikverein. Wer ist wir? Die erste Geigerin ist Lalita Svete. Als zweite Geigerin spielt Yukari Ono. Als Bratschistin spielt Flora Geiselbrecht. War schon mal hier im Rahmen von Aufgemuckt mit der Julia Pugina. Und ich bin am Cello. Und wir spielen dieses Quartett, das in Dunkelheit gespielt werden muss.
Ich finde, das ist ein sehr interessantes Stück. Es ist komponiert aus 18 verschiedenen musikalischen Prozesse oder Elemente. Viele Details und Entscheidungen sind den Interpreten überlassen und dadurch ist das Stück immer sehr spontan, kommt immer sehr spontan vor, finde ich. Über Musik zu sprechen ist oft keine einfache Sache. Wir möchten dennoch noch etwas unter die Oberfläche von Georg Friedrich Haas' drittem Streichquartett blicken, gemeinsam mit dem ausführenden Cellisten Urs Mrak und mit Florian Berner, der dieses Projekt betreut. Zu hören dann am 25. November im Musikverein. Das dritte Streichquartett ist als sogenannte Verbalpartitur komponiert aus 18 verschiedenen musikalischen Prozesse oder Elemente. Viele Details und Entscheidungen sind den Interpreten überlassen, die sich ausschließlich durch den Klang ihrer Instrumente miteinander verständigen. Sie laden sich gegenseitig zur Gestaltung bestimmter musikalischer Prozesse ein und diese Einladungen dann entweder annehmen oder aber selbst wiederum zur Gestaltung eines anderen Prozesses einladen. Dabei entscheiden sie sich immer selbst, wie weit sie einen gemeinsamen Weg miteinander gehen wollen, bevor sie sich wieder zurückziehen. Das gesamte Stück wird in völliger Finsternis gespielt. Die Musiker können weder ihre Noten noch ihre Mitspieler sehen. Sie sitzen so weit wie möglich voneinander entfernt. Die Nacht, die Dunkelheit, ist ja ein zentrales Begriff in der Welt von Georg Friedrich Haas. Auch in anderen Stücken von ihm kommt das vor. Genauso wie in diesem Stück von dritten Streichquartett. Wir müssen uns also vorstellen, dass die vier Spieler, Spielerinnen in den vier Ecken eines Raumes sitzen und wirklich gar keinen Kontakt haben zueinander, in absoluter Finsternis und sich nur wie Vorschläge, so Motive oder Ideen oder Klänge zuspielen. Und die Herausforderung, und das machen die vier wirklich toll, ist, dass man diese Elemente kennt, wahrnimmt und darauf antwortet. Dass sozusagen der, der einen Vorschlag gemacht hat, wird aus einer anderen Ecke des Raumes beantwortet und sagt, ja, ich bin dafür, mache ich mit. Und wenn zwei das machen, kommt der dritte und der vierte auch noch dazu. Und dann wird ein Element sozusagen von allen vieren gestaltet. Bis man davon genug hat und dann kommt das Nächste. Dann hat einer wieder die Idee oder eine die Idee, machen wir was anderes. Das heißt, dass der Komponist hier, und das ist natürlich schon auch eine typische Entwicklung des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass der Komponist sich aus dem Kompositionsprozess ein Stück weit herausnimmt und das den Interpreten überlässt. Das heißt, das Stück klingt jedes Mal ein bisschen anders, dauert unterschiedlich lang, ist aber aus denselben Elementen gemacht und wie ich glaube, ist trotzdem immer das gleiche Stück. Nur klingt es jedes Mal ein bisschen anders. Aber wie viel ist von Haas vorgegeben? Wie viel steht schon da? Vielleicht magst du ein Beispiel. Es gibt 18 verschiedene Elemente, die dann willkürlich verwendet werden können. Mit Einladungen und auch Ausgänge bestimmen wir, wie lange und wann spielen wir einen Element. Und wir können sie auch immer wieder wiederholen und wir können sie so lange, wie wir wollen, spielen oder gar nicht die Einladungen annehmen. Das heißt, das Stück wird immer ein bisschen anders gestaltet. Als Beispiel, dass Sie sich vielleicht auch die Zuhörenden vorstellen können, ein Element würde ich jetzt zum Beispiel herausgreifen, ein Instrument spielt eine kleine Terz. Wenn ich diese kleine Terz wahrnehme, dann kann ich diese Einladung annehmen und sagen, okay, ich mach dieses Element, das ist jetzt das Element 5, sage ich zum Beispiel. Und wenn ich das höre, dann muss ich mit meiner Stimme den dritten Teilton dieses Akkordes spielen und ein anderer den fünften und ein anderer den elften. Das wissen wir oder das wissen die Musikerinnen und Musiker, die das spielen. Und dann ist sozusagen das erfüllt, was sich der Komponist hier vorgestellt hat. Aber ich muss aber auf diese Einladung nicht einsteigen. Ich kann ein anderes Element spielen und jemand anderen, also ein anderes Element versuchen, loszutreten.
Aber Sie können sich vorstellen, dass die Konzentration der Spielenden unglaublich groß ist. Also so gespitzte Ohren wie in der Dunkelheit und mit diesem Warten auf ein Element, auf das ich vielleicht einsteige oder in dem Moment vielleicht ich spiele eins und möchte, dass jemand auf mich einsteigt. Das ist eine unglaubliche Konzentration, die da entsteht. Und wie schaut die Probenarbeit aus? Bei den Proben haben wir natürlich zuerst versucht, uns das alles auswendig zu merken. Es ist ja in Dunkelheit gespielt, also da helfen die Noten nicht sehr viel. Und dann versuchen wir, einen gemeinsamen Bogen durch das ganze Stück zu kriegen, dass es einen Höhepunkt oder auch einen Tiefpunkt gibt und dass es immer genug Variation und auch Stille gibt. Das ist sehr wichtig, nämlich, dass es genug Stille gibt, sonst ist auch zu viel von alles, von allen Elementen. Wie betreut man ein derart herausforderndes Projekt? Was ist das Wichtigste, was man beisteuert? Wie immer beim Unterrichten, finde ich, mit viel Vertrauen. Also wir können nur das sagen, organisieren, was man im Vorfeld organisieren kann. Im Endeffekt entsteht ein Stück immer erst mit dem Publikum. Das Publikum ist ja der wesentliche Mitspieler eines Konzerts. Auch also in der Sichtbarwerdung von Kunst. Jetzt mit diesen ganzen Lockdown-Streaming und so haben wir gemerkt, wie schwierig das für die Spielenden ist ohne Publikum und wie unangenehm fürs Publikum ist, wenn sie alleine zu Hause sitzen und irgendwas bekommen. Also das Publikum ist ein wesentlicher Mitgestalter des Konzertabends. Für Timing, für Stimmung, für die Lust der Interpreten, etwas zu machen, zu warten, anzubieten, früher aufzuhören, länger zu spielen, inspiriert zu sein für alles das. Das heißt, man organisiert das natürlich im Licht und nicht in der Dunkelheit. Also in der Dunkelheit habe ich es nicht unterrichtet. Und versucht diese eigentlich gar nicht so anders, wie wenn man Mozart und Beethoven spielt. Man versucht also das zu organisieren, was zu organisieren ist. Aber der wahre Moment ist erst im Konzert. Gibt es dann eine Generalprobe im Dunkeln? Ja, das gibt es. Nächste Woche. Ja. Also am 25. ist das Konzert und die Generalprobe ist wann? Einen Tag davor. Okay. Und wie kamen die Spielenden und das Stück zusammen? Wir haben dieses Konzert im Rahmen von irgendeiner MUG zeitgenössische Ausführung, haben wir schon vor Jahren gespielt und dann nochmal im Musikverein, auch im Rahmen von MUG. Und ich denke, dadurch ist es jetzt dazu gekommen, dass diese Aufnahme von damals von den Leuten, die Wien Modern organisieren, das gehört haben und sich entschieden, uns da hier einzuladen. Sagt Cellist Urch Mrak, der am 25. November gemeinsam mit Lalita Svete, Yukari Ono und Flora Geiselbrecht das dritte Streichquartett von Georg Friedrich Haas spielen wird, in völliger Dunkelheit, im Wiener Musikverein, im Gläsernen Saal, im Rahmen von Wien Modern. Betreut wird das Ganze vom Kammermusikprofessor an der MUG, vom Cellisten Florian Berner. Die erste Hälfte gehört dem Quatuor Diotima aus Frankreich. Das heißt, ihr seid nach der Pause? Ja. Das Highlight nach der Pause? Genau. Okay. Highlight. Genau. Ja. Genau. Ja. Light ist in diesem Zusammenhang natürlich ein irreführender Begriff, aber dunkel wird es nicht. Ja. Nun Musik im heutigen Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom. Wir hören Urch Mrak mit Musik von Salvatore Sciarrino. Thank you.
Aufgenommen bei seiner Bachelorprüfung an der MUG, Ulrich Mrak spielte «Ai limiti della notte» von Salvatore Sciarrino. Ihre Erfahrungen mit zeitgenössischer Musik bisher? Ich habe an der MUG Schwerpunkt zeitgenössische Musik gemacht im Laufe meines Studiums und habe ich dadurch ein paar zeitgenössische Sachen schon gespielt. Ich mag es persönlich sehr, sowohl auch klassische Musik natürlich, aber ich finde es auch gut, dass wir auch in klassischen Musik weitergehen, dass es nicht nur, dass wir nicht nur in einem Museum bleiben, sondern dass wir auch eine Entwicklung haben und dass wir weitergehen und dass wir das lernen und spielen und ja, dass es halt weitergeht. Und Florian Berner? Zeitgenössische Musik spielt eine große Rolle in all den Ensembles, in denen ich seit vielen Jahren spiele. Wir haben im Hugo-Wolf-Quartett auch einen Zyklus gehabt, wo wir in jedem Konzert eine Uraufführung gemacht haben. Das war besonders spannend. Und wir hatten immer mehr Stücke zur Auswahl, als wir uraufführen konnten. Und mit Haas, ihn kenne ich als Komponisten schon seit vielen Jahren. Ich habe diese tolle Oper in Klagenfurt gesehen, Koma. Und habe ihn dort auch kennengelernt, weil er einen Workshop an der Uni dort gehalten hat und habe ihn als auch fantastischen Lehrer kennengelernt. Wie ist es, wenn man den Komponisten auch wirklich bei der Hand hat und fragen kann? Das ist großartig. Das ist sehr spannend. Das habe ich immer sehr genossen in der Arbeit, im Kennenlernen von zeitgenössischer Musik. Einfach zu fragen, wie meinst du das und was ist das und wie wäre das? Und das ist auch, ich sage immer gerne, ich habe eigentlich in der Arbeit mit zeitgenössischer Musik und mit lebenden Komponistinnen und Komponisten am allermeisten über die alte Musik gelernt. Nämlich über die Probleme, wie notiert wird, über die Freiheiten, die man hat, über das Glück, das ein Komponist empfindet, wenn man etwas richtig gelesen hat, über die Überraschung, wenn ein Komponist sagt, ach, das liest du daraus, das gefällt mir, das habe ich gar nicht so gemeint. Das gibt es ja auch. Ja? Oder ein Komponist sagt, also mein Tempo, wenn sie nicht, alles das gibt's. Aber was es alles verbindet, und das finde ich, das macht für uns, die wir doch sehr viel auch alte Musik spielen, macht ein großes Türchen auf oder eine große Türe auf, dass die Notation nur einen Teil dessen wiedergeben kann, was ein Komponist an Fantasie, an Ideen, an Stimmungen, an Klängen überhaupt, also denkt. Und dann wird das eingedampft auf die Notation und das müssen wir wieder auftauen und herauslesen. Und da ist sehr viel Spielraum. Wir haben natürlich auch Musik mit Florian Berner, Teil des Alban Berg Ensemble Wien. Ich dachte, das wäre interessant, ein bisschen in dieses Stück hineinzuhören. Es ist ein Stück von Michael Hirsch, der nämlich heuer beim Wien Modern einen Schwerpunkt hatte mit einer Oper, die im Odeon aufgeführt wurde. Ein tolles Werk. Und wir haben 2017 gebeten, sein Stück Variationen über ein Thema von Hugo Wolf für das Alban Berg Ensemble zu schreiben. Mitgeschnitten von Radioklassik Stephansdom am 13. November 2017 im Brahms-Saal im Musikverein. Variationen über ein Thema von Hugo Wolf von Michael Hirsch. Das Alban Berg Ensemble Wien. Cellist Florian Berner. Seit September Kammermusikprofessor an der MUG. Ein anderes Konzert von Wien Modern, das ich betreue, ist eben der 28.
November, wo ein Stück von Georg Friedrich Haas, das er für die MUG geschrieben hat, im Kunsthistorischen Museum uraufgeführt wird. Das ist ein Stück für 70 Musikerinnen und Musiker, Gott sei Dank nicht im Dunkeln, aber verteilt über das ganze Kunsthistorische Museum. Also in den Sälen werden Kleingruppen spielen, in den Kabinetten jeweils einzelne Musikerinnen und Musiker. Und das wird auch 4 Stunden dauern. Das ist ein Stück, das nach der Stoppuhr geht. Also die Stoppuhren der einzelnen Spieler werden gleichzeitig gestartet und dann folgt jeder seiner eigenen Partitur. Und nach 4 Stunden ist das Stück zu Ende. Das ist am 28. November im Kunsthistorischen Museum. Im Jänner gibt es ein Absolventen- und Absolventinnenkonzert im Musikverein und am 22. März ein Programm, das auch von Studierenden der MUG gestaltet wird, das rund um tschechische Musik und Emigration gebastelt ist, das Programm. Also das ist Musik von Schulhoff, von Martinů, von Kapralová, die Komponistin, die nach Paris emigriert ist, und von Pavel Haas, der in Auschwitz ums Leben gekommen ist. Sagt Florian Berner. Am 28. November bei Ceremony 2 von Haas ist Urch Mrak übrigens auch mit von der Partie. Und wie stellt er sich sein musikalisches Leben nach der Masterprüfung an der MUG vor? Nach meinem Master würde ich gerne eine Stelle in einem Orchester haben und aber auch zusätzlich so viel wie möglich an Kammermusiksachen arbeiten und als Kammermusiker auch tätig sein. Thank you.
Das war der zweite Satz aus Johannes Brahms Sonate Opus 38 für Klavier und Violoncello Nummer 1. Urs Mrak und Uljana Czeklina. Soweit das heutige Aufgemuckt mit den beiden Cellisten Urs Mrak und Florian Berner. Danke fürs Zuhören. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigling.